Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Drakensang 2 am Fluss der Zeit, beziehungsweise im Effort-Tempel der Zeit. Und genau dort befinden wir uns auch, sonst würde es ja nicht Effort-Tempel der Zeit heißen. Wir haben das ganze Gebiet schon erkundet, da war nichts Besonderes, außer, ich glaube, eine Drehscheibe und zwei Bücher oder irgendwie sowas. Irgendwas, was auf der Karte auch markiert ist. Nichts Besonderes, außer eben die Bücher, wo Zeugs drin stand. Und wir erkunden jetzt mal hier diese Höhle weiter und ich weiß gar nicht mehr, warum wir hier drin sind. Einfach, weil wir es öffnen konnten, oder? Kann das sein? Du kannst auf jeden Fall kein Feuermoos ohne Probleme pflücken, das weiß ich, genau. Die Frage ist, wozu brauchen wir Feuermoos? Wo kommen wir hier hin? Werden wir Ardo irgendwann heilen können? Werden wir diese Riesenkrabben besiegen können? Und werden wir... Carsten haben wir dabei, ja. Werden wir den Zand irgendwann besiegen können? Das ist auf jeden Fall die größte Frage. Und die ganzen davor, die werden wahrscheinlich... Außer vielleicht das mit Ardo wird sich demnächst von alleine klären. Wir werden auf jeden Fall noch einige Meter hier Riesenkrabben-Eier, aha, hier durch die Schlauchlevel kommen können. Davon gehe ich jedenfalls aus. Ich weiß aber nicht, was uns am Ende erwartet. Wenn es ein ganz harter Boss ist, dann, ne? Kann das sich ja eventuell noch so entwickeln, dass wir wieder umkehren müssen. Und erstmal den Zand besiegen können, damit wir da wieder leveln können. Aber schauen wir mal. Wenn es hier bei Riesenkrabben bleibt, dann mache ich mir da jedenfalls keine Sorgen. Das waren alle, oder? Ja. Dann versuchst du dich nochmal beim Feuermoos. Manchmal, seltenst, funktioniert es, genau. Muss man einfach nur ein bisschen Druck machen und dann hat sich das schon meistens von alleine erledigt. Da komme ich aber nicht weiter, oder? Warum ist denn das da so nah rangezoomt? Das bringt's ja gar nicht. Hier, latsche doch mal hin. Geht's hier weiter? Nee, da ist eine Felswand. Super, genau das wollte ich wissen. Riesenkrabben-Eier. Sind es jetzt Krabben oder Spinnen? Was haben die denn da gemacht? Riesenkrabben-Eier. Na, hoffentlich spawnt da jetzt nichts raus. Kuano, schießt du mit dem Pfeil da drauf? Oder auch nicht. Dann schießt da drauf. Ihr, oder du machst zumindest den Wuchschlag. Carsten rennt wieder vor. Aber da scheint ja sonst nichts Großartiges zu sein. Wenigstens sind es keine Wolfsratten oder irgendwelche Amöben oder so. Mit denen hatte ich ja immer ganz blöde Erfahrungen machen müssen. Aber das Schöne ist, man kann Tierkunde anwenden. Das ist doch wunderbar. Da freut man sich doch immer. Das Feuermoos nehmen wir natürlich... Nein, was machst du denn? Du sollst das Feuermoos mitnehmen, ich da hinten hinlaufen. Anlauf holen kannst du später, Junge. Jetzt müssen wir erstmal speichern und... weiter durch die Krabbenhöhle. Wir werden wahrscheinlich auf viele Meeresviecher. Oh nein, Morphus. Oh Gott. Die haben ja derbe reingehauen immer. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Die werden ja nicht mal auf der... Ah doch, werden sie auf der Karte angezeigt als Gegner. So, stopp. Wir müssen... Weil die Morphus, die machen manchmal so viel Schaden, oder haben sie jedenfalls beim Kampf gegen den Wächter gemacht, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen. Wenn wir gegen die kämpfen und die einzelnen Gegner so schnell wie möglich weghauen, also auf keinen Fall aufteilen. Gut, das hat ja schon mal funktioniert. Hier kann man auch noch Tierkunde benutzen. Anscheinend. Aber da steht jetzt nicht, dass sie häutbar sind. Ich habe da jetzt... Wenn ich jetzt erstmal normal loote, dann kann ich auch nochmal häutbar machen. Ne? Alles klar. Also Tierkunde trotzdem direkt machen. Alles klar. Und Pflanzenkunde natürlich auch noch. Und das Schöne ist ja,
wenn man hier... Hat da gerade jemand Schaden bekommen, oder? Habe ich mich da nur verguckt? Das Schöne ist ja, wenn man durch so einen Dungeon läuft, mit 21 Frames, 22 aus irgendeinem Grund, jetzt wenn ich laufe, 19, springt aber manchmal hoch auf 60, also ich weiß nicht, ob die einfach nur nicht so angezeigt werden, oder... Da sind noch mehr Morphus. Oder... Ob das Spiel die nicht anzeigen kann. Aber das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein, weil ich habe ja neuen PC und so. Oh, 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 ja, Con, was machst du denn da? Naja, gut, finde ich ein bisschen komisch. 19 Frames, 20, aber hey. Ist mir jetzt auch wurscht, wir haben Fable mit 17 Frames oder so pro Sekunde immer durchgespielt. Das werden wir auch überleben hier. Was ich eigentlich sagen wollte, das Schöne ist ja... Guck mal, der hat jetzt auf einmal eine Zweierwunde aus irgendeinem Grund. Diese Morphus, Alter. Die hasse ich. Hoffentlich muss ich niemals gegen den großen Morphu kämpfen. Mutter Morphu oder so. Wie die Wolfsratten. Boah, nee, komm. Bitte nicht. Dann doch lieber gegen drei Zans oder so gleichzeitig. So, du heilst deine Wunden. Und kannst dann hier weitermachen. Was ich eigentlich sagen wollte, genau, wenn man durch so Dungeons geht und so, da hat man ja relativ wenig Story-Input und so weiter, ne? Und viele Kämpfe mit anschließenden Loot-Runden, worüber man sich ja immer so schön chauffieren kann. Das Tolle daran ist ja, es ist zwar nicht so schlimm wie zum Beispiel Laufwege von einem Ort zum anderen durch einen Ort, wo man schon fünfmal lang gelaufen ist, wie zum Beispiel von Talon, von diesem Apfelbaum zurück in die Stadt, dass man nicht wirklich irgendein gescheites Gesprächsthema hat, beziehungsweise die irgendwas aus den Fingern saugen muss. Hier kann man ja wenigstens noch sagen, boah, ey, geil, Morphus. Lass den mal weghauen und jetzt lass er mal looten. Und jetzt gehen wir mal hier lang und gucken, was da kommt. Aber im Grunde ist es einfach nur die Zeit totschlagen mit der Moderation, bis man denn dann irgendwann in 1000 Jahren die Riesenkrabben-Eier da weggehauen hat. Ich habe wahrscheinlich wieder rechte Maustaste gemacht. Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Bis man dann irgendwann beim Boss oder am Ende des Levels ist oder irgendwas Spannendes passiert. Aber hey! So ist das. Spielzeitstreckung for the win. Und so, ne? Aber ihr wisst ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare oder per persönliche Nachricht oder irgendwie sowas irgendwelche Fragen oder so schreiben, die man dann vielleicht gerade bei solchen Situationen beantworten kann. Es ist ja auch nicht mal so wie bei Dragon Age, dass ich jetzt jeden Befehl einzeln geben muss, weil die KI so bescheuert ist und alleine nichts hinkriegt. Sodass ich das einfach laufen lassen kann. Laufen lassen. Alter, die ganze Zeit rechte Maustaste und der holt dieses Menü da nicht her. Mann, 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 Mann. Die machen es einem aber auch wieder schwierig. Könnten sie ja fast bei Dragon Age anfragen, ob sie da mitarbeiten können. Natürlich. Das hat nicht geklappt. Wo ist denn eigentlich Carsten? Der hat uns verlassen. Oh, schade. Und der... Wo hat der ständig die Wunden her? Das ist ein verdammter Zauberer. Ich mache bei dem meistens hier den Flammenstrahl. Dann tritt er einmal vor die Krabbe und schon hat er sich fast ein Bein abgesäbelt. Bitte, bitte fragt niemals bei Dragon Age nach, ob ihr da mitarbeiten könnt. Dann würde ich da gar keinen Kampf gewinnen. Ist ja so schon schwierig mit einem Magier und einem Schurken, der ein Bogenschütze ist. Und einem Tank, der nichts aushält, also... Es macht immer wieder Spaß. Alter, 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 Alter. Na? Vorgrim? Was? Kuano. Komm schon!
Diakon. Attacke! Jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen aufteilen hier. Und wir müssen vor allem da mal ein bisschen austeilen. Guano, du hast die Wunde hoffentlich erfolgreich zugefügt. Jetzt darfst du dich um die Gegner hier kümmern. Komm, komm! Gut, gut, gut. Du machst Angriff! Wunde. Du kannst gerade nichts mehr, weil du keine Ausdauer hast. Na, großartig. Haben die irgendeinen Angriff, der sofort eine Wunde zufügt, oder wie? Warum sind denn die... Alter. Angriff! Sieht aber gar nicht gut aus im Moment. Aha. Ja. Nochmal Armatrutz. Armatrutz. Na, und jetzt hauen wir wieder drauf. Ja. Und überleb am besten. Ja. So lange, bis Vorkrim kommt. So. Bei Angriff auf die. Ja, fast. Was? Du machst eine Wunde. Bitte. Ja, kann wieder nichts machen. Carsten teilt zum Glück ja auch noch ganz gut aus, aber leider nicht gut genug, muss ich gerade mal sagen. Ich frage mich, warum der so schnell umgefallen ist. Gut, er hat noch weniger Leben als Guano, aber... Wie lange dauert das denn? Ich hoffe, nicht sehr lange. Was? Was? Wie? Komm schon. Sehr gut. Und angreifen. Wunde und dann müsste die weg sein, die Krabbe. Ja, gut, oder auch schon vorher. So, und die kann man dann auch noch... Boah. Gerade eben sage ich noch, das ist recht unspannend und so, und dann kommen hier auf einmal 10 Krabben auf einmal. So schnell kann sich das ändern. Also, einmal hier. Und Jakon. Oh nee, da hat jemand eine Dreierwunde. Guano hat eine Dreierwunde noch schnell reingedrückt bekommen. Balsam Salabunde. Die kann man so aber Balsam nicht heilen. Salabunde. Das heißt, du musst dir einmal den Dinger Wundheilgedöns Verband anlegen. Ein kleines Pflaster drauf. Was anscheinend nicht funktioniert hat. Hier habe ich aus Versehen abgebrochen. So, da. Dann nach da hinten. Bitte? Du sollst deine Wunden heilen. Solange wir hier noch nicht Modifikator 3 haben, geht das leider nicht. Und für den Modifikator 3 brauchen wir ja... Modifikator... Oh, Zauberfertigkeitswerte. Aber gut, du hast es auch nicht. Und du hast Balsam Salabunde auf Stufe 11. Man kann es jetzt auch nicht mehr leveln. Wie? Bei dem Salabun. Wie viel geht's denn bei dir? Auf 11, ja, da wirst du auch nicht auf einen neuen Modifikator kommen wahrscheinlich. So, schon besser. Dann hier. Balsam Salabun. Deine Wunde hat er nicht heilen können. Oder er hat's vergessen. Sind es nur 2 Krabben hier? So, das sieht schon besser aus. Du machst bitte auch mal Armatrutz. Wer weiß, was als nächstes kommt. Das Schlimme ist auch, in so einem Level sieht man ja nicht genau, was einen noch so erwartet. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, oh, jetzt kommt gleich ein riesiger Oger oder ein Boss oder was weiß ich, dann kann ich mich ja kurz darauf vorbereiten und hochbuffen und so weiter. Aber hier, ich habe hier... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Krabbe am Anfang gesehen habe. Aber gut, da waren 2 Krabben, alles klar, gehen wir rein, stürmen drauf, paar Wuchschläge und dann sind die weg. Und dann kommen mir auf einmal nochmal 5 angerannt. Damit konnte ich ja nicht rechnen. Ne? Ich habe ja nur Mathe 4-stündig gehabt, weil ich es ja nicht abwählen konnte.
Sonst hätte ich mich ja gebührend vorbereitet. Hier zum Beispiel eine Krabbe. Zwei Krabben. Das ist kein Problem. Wenn da von da vorne aber wieder 10 kommen, dann wird's schwierig. Was man natürlich auch noch machen kann, ist ein Skelettschatten einem elementaren Diener holen. Ja, das hat ja recht schnell funktioniert. Dann muss ich ja nicht mal auf Vorkrim wechseln bei dem Wuchschlag oder so machen. Und meine Güte, wenn sie eine Wunde oder so haben, die kann man ja schnell mit einem Zauber wegmachen. Gut, er wurde natürlich vorhin mit einer Wunde dann schon getötet. Insofern sollte man vielleicht hin und wieder ein kleines Auge auf die werfen. Um Gottes Willen, ich schicke Carsten noch nicht weg. Er soll bis an sein Lebtagesende bei mir bleiben. Und inzwischen starte ich den Folgentimer. Ach, verdammt. Jetzt habe ich den mal rechts neben mir liegen, anstatt direkt vor mir. Und schon habe ich es vergessen. Wie lange sind wir schon in der Folge drin? Ich weiß es gar nicht. Wann habe ich ihn angefangen? Ich sag mal, wir haben jetzt eine Viertelstunde. Ausnahmsweise sind wir mal wieder in einem dunklen Gebiet, sodass die Folgen nicht unbedingt 3 GB groß werden, sondern vielleicht eher 1. Auch bei einer halben Stunde, von dem her kann man sich eine kleine Überlänge ja durchaus leisten. Morphus. Großartig. Sind ja inzwischen meine Lieblingsgegner neben dem Zand. Ach, das ist wirklich eins. Das wäre einfach nur ein Schatten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Magier und Carsten, na gut. Sitzen auf dem Baum. Wow, das ging ja schnell. Hurra! Ich leg meine Uhr mal wieder vor mich hin. Sodass ich nur einmal kurz nach unten schauen muss, auf den Tisch. Um auf die Zeit zu schauen. Transversales Ring. Genau, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Was wir noch gefunden hatten neben den Büchern. Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen und sind jetzt da? Ah! Ich glaube, Eingang, Morphu-Kaverne, Gänge am Wasserfall. Nee. Bin dann von da gekommen. Sind wir dann jetzt hier oder wie? Sind wir quasi einmal in so einer halbkreisartigen Spirale abwärts gegangen. Ja, von da sind wir, glaube ich, gekommen und dann da die Treppe runter, da ging es nicht weiter. Und dann sind wir da lang. Oder? Oder irre ich mich da jetzt? Ja, doch, genau so ist es. Wunderbar. Hervorragend. Was anderes konnte man natürlich auch nicht erwarten. Wir können transversales Ringe benutzen. Transversales Ringe sind also Teleporter. Cool. Da waren diese Bücher drauf. Jetzt bin ich wieder unten. Ich hätte gerne den Teleport-Zauber, aber ich glaube, den kann man nicht lernen, sondern nur irgendwelche Gastcharaktere, wie zum Beispiel der Archon Megalon und der, oh Gott, wie hieß denn der Zauberer nochmal aus Drakensang 1? Der alte, der Typ da mit dem Thesis-Kristall, den wir bestimmt auch nochmal wieder treffen werden. Hoffe ich jedenfalls. Oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Schon vorbei? Das ging aber schnell. Der alte Verwirrte, dieser Zauberer, der einen Großmeister da... Mann, der Herr Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Nein, das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt, warum kenne ich den nicht mehr? Also, vom Namen. Na, ihr wisst bestimmt, wen ich meine.
weiß auch gar nicht mehr, was ich mit dem sagen will. Ah ja, genau, der kann ja auch den Zauber. Hat man ja zur Genüge gesehen. Da ist ein Transversales-Ring, den wir leider nicht benutzen können. Das heißt, wir müssen uns nochmal durch etliche Horden von Riesenkrabben und Morphus schnetzeln. Na, wunderbar, kann man dem örtlichen Metzger noch ein kleines Stück mitbringen. Für die Sonderauslage am Sonntagmorgen. Was wir eigentlich auch machen können, was vielleicht die Wunden von Kuano erklärt, ist das hier. Und los geht's, meine Freunde. Auf ins Getümmel. Oh, Kuano? Bitte? Armatrutz? Und du, Armatrutz, auch mal direkt auf die Warteschlange drauf. Ja. Kuano hat sich wieder ein Gegner geangelt. Hervorragend. Komm, komm! Du kannst auch hier den machen. So. Du kommst mal bitte zu Kuano. Ja. Und ihr haut da schön drauf. So, und hier. Und hier. Und du hast auch wieder eine Wunde. Das sieht ja mal wieder vortrefflich aus. Habe ich vorhin noch irgendwie gesagt, die Riesenkrabben gehen? Warum sind denn die so krass auf einmal? Die kriegen alle Wunden, sogar Vorgrim hatte Wunden vorhin. Ich will hier raus. Ich will irgendwelche einfachen Gegner kaputt hauen. Warum müssen die alle so schwierig sein? Hier. Und hier. Und hier. Wunde weg. Wo, was hast du gemacht? Wunde weg, bitte. Was hat denn der gezaubert? Balsam Salabunde. Jetzt ist... Keine Ahnung. Wir sammeln wieder alles Mögliche auf, was wir finden können. Und ziehen weiter unseres Weges. Da vorne ist, sind mindestens zwei Riesenkrabben. Wir sammeln uns. Wir könnten hier weitergehen. Aber ich will erstmal die Riesenkrabben weghauen. Nicht, dass von da dann noch welche kommen. Oh Gott, das sind... Das sind wieder so viele. Warum bleibst du nicht stehen und machst einen verdammten Feuerstrahl? Du zauberst den nicht im Laufen, du sollst stehen bleiben, so wie sonst auch. Gott. Bei Angriff Spaß! Kuano hat seinen scheiß Bogen nicht mehr. Keine Ahnung, hier, komm, da. Komm. Nein, Kuano, stell dich nach ganz da hinten. Wie? Jakon. Kannst du den da hinten anvisieren? Du kannst auch wieder Angriff! Gar nichts. Mach einen Feuerstrahl, bevor du wieder 50 Wunden hast. Dann bricht dein Zauber ab. Das kannst du hier drauf. Mit Vorgriff auf die Riesenkrabbe. Was? So, hier Wunden zufügen, bitte. Attacke! Du musst den weghauen. Na? Ja? Kuano. Den greifst du an. Da hinten. Ja, mach nochmal eine Wunde. Du kümmerst dich um den da. Und die kommen wahrscheinlich gleich... Genau, auch noch da hoch. Ja. Das sieht nicht gut aus. Die gehen beide auf Jakon. Das heißt, Kuano kann sich eventuell ein kleines Stückchen zurückziehen. Soll ich schleichen? Nein, du stellst dich einfach mal
hier hin, damit du nicht mal im Nahkampf bist. Komm schon! Und schießt da drauf. Hm? Vorgrim kloppt auf die Krabben-Trophy. Kein zweiter. Und ihr müsst euch halt irgendwie wehren. Bei Jakob wird es ein bisschen schwierig, aber er hat zum Glück Armatrotz aktiviert. Aber halt zwei Riesenkrabben auf einmal für einen Magier, ne, ist nicht unbedingt eine komfortable Ausgangssituation, wobei er es wahrscheinlich schwieriger hat. Aber er hat auch Armatrotz. Aber kann nicht wirklich Schaden machen, weil er zu blöd dafür ist. Du könntest die eventuell umwerfen. Wie? Weil du so umwerfend bist, aber haben Riesenkrabben Rüstungsschutz? Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Komm, komm! Aha. So, Vorgrim hat sich seiner Krabbe entledigt. Die hat eine Wunde und... Wie viel Leben haben die denn? 75, Alter! Kein Wunder, dass sie so gefährlich sind, wenn die so viel aushalten. Angriff! Und 5er Wunde. Was natürlich wieder nicht funktioniert. Wenigstens hat sonst niemand außer Kuano eine Wunde bekommen. Alles klar. Das heißt, ich kann speichern. Und wieder fröhlich vor mich hin looten. Und einmal auf den Folgentimer schauen. 10 Minuten seit dem Start. Das heißt, machen wir nur 5 Minuten oder so und dann... Je nachdem, wo wir stehen, oder vielleicht auch vorher, wenn jetzt eine krasse Höhle kommt, mit irgendeiner was ist eine Steigerung von riesig? Huge, mit einer gigantrösen Riesenkrabbe drin, dann könnte man sich natürlich überlegen, ob man schon vorher das Folgenende einläutet. Aber ansonsten ist es auch vollkommen egal. Es liegt diese elende Krabbe so, dass man fast nicht an das Moos dran kann. Aber unser Magier mit dem gigantrösen Geist, der schafft es trotzdem. Mit seinen flinken Händen und flutschigen Fingern sich an einem Krabbenkörper entlang zu winden und das Moos erfolgreich zu pflücken. Wunderbar. So, wo geht's hier hin? Weitere Riesenkrabben-Eier mit wieder brutal vielen Riesenkrabben dahinter. Das ist ja hervorragend. Das heißt, Vorgrim, ihr könnt alle angreifen. Aber du hier und du gehst mal auf die da. Und bitte? Du... Den da. Ja. Die haben ja auch... Die hat jetzt 50 Leben? Die hat 50. Ja. Die hat 50. Schon da. Na, Mann! Komm schon! Wollte Vorgrim auswählen. Ja. So, du machst Angriff! Dann noch den Wurfschlag. Warum stellen die sich denn jetzt alle nach da vorne? Die ganzen Krabben. Gut, die ist eh gleich tot. Gut, kümmern wir uns nicht um die. Was? Kuano. Muss er in den Nahkampf gehen? Weil abhauen bringt's nicht. Hm? Vorgrim haut die so weg. Aha. Und Jakon kümmert sich um klar. die da. So, Vorgrim. Hier drauf, bitte. Hier und hier. Ja. Nur hast du eine Wunde bekommen. Eine ist er noch zu verkraften. Na? Sobald es zweistellig ist, sollte man vielleicht langsam mal zum Arzt gehen. Wo ist unser Skelett eigentlich? Wo ist Carsten? Hat uns verlassen. Komm schon! Wie ich es angekündigt habe. Großartig. Aha. Was? So, und die letzte. Zu viert, meinetwegen.
Wir holen unser Skelett dazu und sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wenn es heißt, lass uns in total spannenden Minuten, wo man sich überhaupt nichts aus den Fingern saugen muss, durch das Dungeon gehen, durch den Effort-Tempel. Und lass uns Riesenkrabben jagen und erfolglos auf Feuermoos rumtrampeln bei dem Versuch, es zu pflücken. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Denkt dran. Denkt einfach mal nichts. Und erst was Schönes. Bis dann.